期間最大霧の従順洋艦タカを出撃。覚悟はいいかしら。Moin Moin Kratujana und herzlich willkommen zurück zu World of Warships, wo wir uns die ganzen Arb-Takao und Arb-Maya-Schiffe angucken. Das sind 1:1 die Atagos, die wir kennen, oder besser die Atago, die wir kennen im Spiel. Sprich, ein extrem geiler T-8-Kreuzer der Japaner. Und ich möchte euch jetzt mal die verschiedenen Tarnungen zeigen, die man so hat. Es gibt zwei verschiedene Arb-Schiffe auf Stufe 8, das ist die Arb-Maya und die Arb-Takao. Und die Arb-Takao hat sogar noch zwei verschiedene Tarnungen. Könnt ihr halt alles über Gambling und Co. oder Riesenpaket euch denn zusammenkaufen, wenn die ARP-Events mal wieder starten. Insgesamt kann man aber sagen, es ist 1:1 ein Atago, da ist nichts anderes, außer die Atago hat eine eigene Tarnung und die ARP-Schiffe halt auch. Und bei den ARP-Takao und ARP-Maya stehen halt andere Namen. Also sonst sind es alles Atagos, aber damit zum Glück extrem stark. Nicht zu verwechseln mit Maya auf T7. Korrekt, die Maya im Spiel, die wir haben, nicht ARP, sondern normale Maya hat hiermit überhaupt nichts zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. War mal links. Sehr gut. Gut gesehen. Schöner Split. Norka, Kala, Gneiser, Nomogami. Wir haben eine Menge Achter hier. Boah, 7 Achter klatschen. Geil. Viele Divis bei den Gegnern. Schön aufpassen. Und die Biene Maya auch. Ganz genau. Die hat damit auch nichts zu tun. Der Takao war es letztes Mal so, dass beide Kamos dabei sind. Ah, okay. Mal schauen, wie es diesmal wird. Bei uns ist das Ganze noch nicht online. Wenn ihr das gerade hier schaut, dann war es schon bei euch online und ist vielleicht sogar schon wieder vorbei. Je nachdem. Je nachdem. Schick das aussieht, ne? Diese Leuchtelemente. Sieht man sogar unter Wasser da. Schick, 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 muss ich ja sagen. Schick, schick, schick. Arme Bayern? Hä? Wieso? Die wird Spaß haben. Ach, soll ich nicht jammern. Das wird geil. Sag mir lieber, warum der DD jetzt abdreht. Wir haben das Twitch down. Kriege ich keinen Streamer mehr Bild. Das ist nicht gut. Scheinen aber nicht alle betroffen zu sein. Vielleicht ist wieder irgendein Internetknotenpunkt gesprengt worden in Deutschland. Das wird er gerne mal. So also ein Zuschauerdrop von über 100 Leuten innerhalb von ein paar Minuten, das ist schon sehr auffällig. Peinlich, peinlich. Das wäre mir peinlich, peinlich. Nein, wär's mir nicht. Tolle Schiffchen. Prinz Peinrich. Da so. Oh ja! Wir haben unglaublich starkes HE. AP kannst du auch mal benutzen, keine Frage. 203 mm. Das tut gut weh, selbst bei T10-Schiffen. Wenn wir die Chance bekommen, auch auf die 5 mal nicht durchschlagen. Tut gut weh, drückt ordentlich Damage, bla bla bla. Und schon machst du einfach gar nichts. Hi, York. York ist gut drauf, der rotzt direkt los wie so ein Irrer. Andrea Doria, das war gefährlich. Froh sind, der mich nicht getroffen hat. Bams! Yay, 1000. Cool. Fette Omono. Die halten der Link schon weg. Jetzt mal. Yorki, das ist unfair. Du hast mehr Reichweite. Yorki, Yorki, Yorki. Wir sind unsichtbar. Andrea Doria hat aber nochmal geschossen. Wir kommen nicht mehr an. Gut. Schütze drehen. Peinlich zusammenbannern, wenn er rumkommt. Und hoffen, dass das eigene Team hier ein bisschen aggressiver wird. Wir haben kein DD hier, ne? Denk dran. Irgendwo ist ein U-Boot. Ich hoffe nicht bei uns. Bisher noch nirgends gesehen. Ich schreibe, wenn ich den Ping sehe. Bin gerade auf YouTube? Nein. Nein, nein. Nicht mehr, wie ich das starten sollte bei YouTube. So lange ist das schon her. Auch vor Jahren mal gestreamt auf YouTube. Warum rede ich überhaupt? Der hört mich wahrscheinlich eh nicht. Bam, 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 bam. Peinrich, Peinrich. Peinrich schießt. Eh, zu weit vorgehalten, Peinrich. Was ist überhaupt der auf mich geschossen hat? Doch, muss er ja sein, ja. Der hat total verfehlt. Fast 5000 Damage gerade mit einer HE gemacht. Nette Salve, aber kein Abfackler. 17 Treffer, nicht ein Abfackler. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Jetzt habe ich die Salve versemmelt. Ach, der fährt schneller an. Ist gleich wieder stehen geblieben, komischerweise. Ach, wie den Top wahrscheinlich. Die hat er wohl schon gesehen gehabt. Bam, 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 bam. Oh, Peinrich, oh, Peinrich. Peinrich versucht sich gegen das Meter ein bisschen zu wehren und versucht reinzupushen, aber nun ja. Du wirst halt belohnt, wenn du reinpusht momentan. Deine Runde ist dann sehr kurz.
Aber die Vostok ist da hinten. Colorado kommt noch her. Brandenburg ist hier. Lol, der habe ich noch nicht einmal gesehen bisher. Was hat der denn die ganze Zeit gemacht? War AFK oder was? Die Brandenburg war ja schon mal offen. Kommt ihr denn her? Na, 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 na. Na, 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 na. Burn. Alter, darf ich mal abfackeln? Das Schiff hier fackelt übrigens sehr gut ab, hätte ich schon gesagt. Und er drückt mir eine Zita. Ach komm, hör doch auf. La, 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 la. Das war gemein, gemein. Wieder nicht abgefackelt. 29 Treffer, nicht ein Abfackler. Schieß ich HE? Ich schieß HE. Okay. Jetzt muss ich doch mal gucken. Das ist ja merkwürdig. Nicht durchschlagen und wieder nicht abgefackelt. Gut. Das ist ein A-Problem. Also, ich glaube eher, das ist hier gerade ein Krado-Problem, aber ein ganz feines. Wow. 30 Treffer, nicht ein Abfackler. Das kriege ich erstmal hin. Gut, jetzt hat er Schutz an. 48. Ach, komm. Okay, weg. Weiter geht's. Wir leben eigentlich von den Bränden, wollte ich nur mal so sagen. Aber das ist wieder so typisch. Krado macht ein Special zum Schiff. Erstmal voll reinscheißen, aber mit Anlauf. Das ist immer das Beste. Die Zita hätte nicht sein sollen, die war doof. Da habe ich ein bisschen zu weit rumgezogen. Nie Breitseite zeigen mit dem Ding hier. Frontal tankt ihr tatsächlich eine Menge weg. Dadurch, dass es eh sehr spitz ist vorne, sehr doll angewinkelt, wenn man da so ein bisschen sich reindreht in die Salve, macht es gerne mal plink-plong und da passiert bei euch einfach mal gar nichts. Nix kriegt der Arp gefackelt. Genau so, genau so. Maeve, du solltest mal ein bisschen vorsichtiger spielen, du. Du pushst ja gerade voll rein, du hast überhaupt kein Leben mehr. Und down. Genau das meinte ich. Nicht so aggressiv, du, das ist ein Sniper, den du da hast. Gibt keinen Grund, da voll in den Cap rein zu pushen. Lass das die DDs machen. Norker hält gut weit aus, aber nur frontal. Das wird sonst nichts. So. Cheshire ist auch schon down. Die Azulane Cheshire. Hallöchen, Colorado. So, pass mal auf, den fackel ich jetzt ab, kurz bevor die ganzen Torps sie killen. Immer so. Oh, kann sogar unsichtbar schießen. Cool. Aufschaltung ist nicht mehr an. Cool. Er brennt auch nicht. Und er ist noch nicht down. Aufschaltung war aus, dadurch treffe ich ihn jetzt nicht. Und... Grrr. Was soll mein Leben einfach bloß? Brustfinger Kratos auf X-Com. Tolle Runde, das macht sehr viel Spaß. Leute, was ist denn los? Oder fragt dein Grenadier auf der Abtakao wegen den Bränden. Ah, wirklich. 36 Treffer, nicht ein Brand. Also langsam, langsam ist ein bisschen sehr merkwürdig. Langsam ist wirklich merkwürdig. Hm. Brandenburg noch. Also nur schnell was machen hier, sonst ist die Runde gleich vorbei. Die Gegner schmeißen sich hier völlig weg gerade. Mal gucken, wo die Brandenburg jetzt lang fährt. Da ist er. Oh, das ist gut. Bleiben wir unsichtbar? Bleiben unsichtbar. Schönes Ding. Brenn jetzt bitte mal. Komm schon, Brandenburg. Das brennt sogar im Namen. Auch da, oh mein Gott. Treffer was? 41? Der Abfackler ist real. Oh yeah. Schutz ist so gut wie aus schon wieder. Der müsste gleich wieder brennen. Easy. Habt ihr es gesehen, wie easy man hier abfackelt? Und er brennt nochmal. Nee, aber ordentlich Damage gedrückt. Schöne Salve. Schöne Salve, schöne Salve. Bam, 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 bam. Mono Shimanto kommt da, ist mir egal. Doch, ist mir überhaupt nicht egal. Ich schieße irgendwer. Ach, die Shimanto. Und schon schießt Brandenburg auf einen. Plong. Au, da war nicht viel mit Plong. Au, 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 das tat weh. Huch. Oh, ich habe ja geschossen. Der Sound war irgendwie gerade nicht zu hören. Din, 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 din. Oh, Monos down, das ist sehr gut. Und dann tanken wir meine Brandenburg weg. Hab ich kein Problem mit. Er streut nämlich sehr doll. Und das ist für uns total vom Vorteil. 6 Kilometer Torps auch nicht so gefährlich. Oh, hintere Türme werden genutzt. Das ist gefährlich. Ah, nee, doch nicht wirklich. Und er brennt nicht. Und seht ihr, wie der Damage hochgeht, wenn man einfach mal einen Brand hinbekommt? Schon macht Spaß.
Warum macht der ganze Scheiß Spaß? Da ist noch eine Vladi am rückwärts wegfahren. Hamburg tot? Noch nicht ganz. 23k noch. Oh mein Gott, Torpedo! Echt jetzt, Vladi? Hast du kein anderes Ziel? Da stehen die Sinop und der Typ jetzt genau vor ihm. Wie du beschießt dir? Ah, ich beschieße dir ab der Kau, da ist der Krado drin. Aber du beschießen macht eh am meisten Spaß. Uff, anstrengend. Und Treffer, yeah, super geil. Shimanto, Shimanto. Shimanto. AP lohnt sich nicht, der dreht zu schnell. Das ist ein Problem. Das ist ein richtiges Problem. Ja, ja, ja. Schieß du mal. Komm, brenn mal nochmal. Booms, abgefackelt. Sauber. Heilung gleich wieder ready. Shiroto, Shocho. Shirocho, Shocho. Genau da, wo ich den Werfer jetzt gut nutzen könnte, genau da habe ich die Torps natürlich schon rausgefeuert. Und wofür? Damit die nichts treffen. Ah, Wimatz macht es falsch. Brenne. Brennt nicht. Bam, 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 bam. Manto down, sehr schön. Brandenburg, bitte mal brennen, danke. Ausfälle bloß. Grrr. Aber er traut sich nicht ran, ne? Er traut sich nicht ran. Er weiß genau, dass ich Torps hab. Er weiß ganz genau, dass ich Torps hab. Kann doch die Gegner eh alle bezahlen. Nee. Dann würde meine Runde ein bisschen besser laufen als den Schmutz, was ich hier gerade zusammenspiele. Da würde die Runde ein bisschen besser laufen, glaube ich. Aha. Blub. Und! Nicht abgefackelt. Oh Mann. Guck mich bloß noch mit den hinteren Geschützen an. Die haben gerade schon geballert. Let's go, gib ihm! Hälfte ist im Berg rein. Yeah! 1-6. Na, 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 hast du gedacht, wa? Hehehe, dodgy, dodgy. 1,5 Millionen weggetaken. Wir waren ein gutes Schlachtschiff, wir waren ein gutes Schlachtschiff. Nennt sich Spannung erzeugt. Ja, absolut. Mein Gott, ey, 100 Treffer, 4 Abfackler. Selten so eine beschissene Quote gehabt. Aber jetzt gesehen, kaum war die Brände oben, der Damage ging ordentlich hoch. Au. Au, au, au. Gegner völlig abgeschaut. Guck mal, wie schick das hier aussieht. Deswegen haben die sich so weggeworfen. Guck mal, die wollten hier so ein Diagramm gestalten. Das ist ja cool. Cool. Angefangen? Nee, andersrum. Hier, 100 angefangen? Nee, das passt auch nicht. Das ist so der Anfang und das Ende der Runde gewesen von Team Rot, glaube ich. Irgendwie so. Okay, okay, okay. Blöder Start. Viel zu wenig Abfackler. 63.000 bloß war nicht gut. Ihr habt aber wunderbar gesehen, dass dieses Schiff auch ordentlich was wegtanken kann. Die hatte ordentlich Probleme, unser Klein zu ballern. Klar, alles mit höheren Kaliber und Co. wird nachher schwierig. Aber hat gut funktioniert. Das ist übrigens auch die Abtakao-Gleichschiff, was wir eben gespielt haben, bloß mit einer anderen Tarnung. Das ist die Apeguette Abtakao. Meine Abtakao übrigens so ausgebaut. Das sind die Module. Hier haben wir die Signale und die Verbrauchsmaterialien. Und mein Kapitän ist so geskillt. Damit bin ich unterwegs. Ja, ich habe Sprengmeister geskillt. Warte mal, warte mal. Wir haben 20% Abwackelchance. Hm, scheiße, Alter. Ich sehe die 20% für den Arsch. Sligen Kevin, ihr seid dran. Lop, lop. Und dieses Schiff, das wir jetzt spielen, ist das gleiche wie eben, bloß mit der anderen Tarnung. Und dann gibt es noch, wie gesagt, die Ab Maya. Und das ist auch exakt das gleiche Schiff, nämlich die Atago. Die Atago ist ein normales Premium-Schiff mit einer verdammt schicken Azulane-Tarnung, die man sich immer kaufen kann. Momentan. Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Was macht Grafo gerade? Der spielt. 380 mm reichen mit der Takao. Ne, sag ich doch. Sag ich doch. Aber selbst da sie ist sehr agil. Ihr habt es gerade gesehen bei der letzten Salve von der Brandenburg. Die kam an. Ich habe sie gesehen, habe einmal eingelenkt und bin genau um die Salve so rumgefahren. Kam geflogen und ich bin einfach ausgewichen. Das klappt hiermit sehr gut. Aber natürlich bloß, wenn du ein bisschen erfahrener bist, was Kreuzer-Gameplay angeht. Wenn Stream nicht schauen kann, das liegt gerade an Twitch. Jeder Streamer ist betroffen. Toll. Na toll, und das am Donnerstagabend. Super. Na super. Was hat Twitch denn jetzt wieder gemacht? Er klickt wild im Hafen umher und hat jetzt auf ins Gefecht geklickt.
ich gehe wild im Hafen umher. Da. So, T10 jetzt, komm. Dreimal Shikishima, zwei Gatos, eine Nashimov. Nein, aber vier DDs. Egal was, rein damage-technisch kann es nur besser werden. Muss man so sagen. 60.000 für so eine Takao ist viel zu wenig. Das sind T8-Kreuzer, 80k müssen schon drin sein, alles drüber ist ja geil. Ich habe gerade meine Vermont erspielt. Pinky, Glückwunsch. Dazu habe ich heute ein Special auf YouTube rausgehauen. Kannst du dir ja mal angucken. Was bei euch noch läuft, wechselt nicht den Streamer. Bei mir kam gerade der Fehler, dass ich kurz wechselte, als ich kurz wechselte. Also bleibt lieber hier, Leute. Wechselt nicht. Warum solltet ihr auch? Gibt ja keinen Grund. Entschuldigung. Und alle so weg. Weg mit dem Krato. Weg. Klickt da gleich wild im Gefecht umher. Gibt natürlich auch lauter Arp-Kapitäne noch dazu, aber die wollte ich euch nicht alle jetzt nochmal hier auf Ohren drücken. Gebt einfach Arp-Team Krato ein. Auf YouTube findet ihr gleich alle Arp-Videos, die wir jemals gemacht haben. Und da hat man alle Kapitäne irgendwann schon mal gehört. Ah, die Kreischmädchen heute Abend, das brauche ich nicht unbedingt. Aber bei vielen steht beim Stream Netzwerkfehler. Ja, ich kann dagegen nichts machen. Problem liegt bei Twitch. Ich kann da nichts machen. Ich klicke schon wild im Internet umher. Huch. Aber es passiert einfach nichts. Ab Takao, brauche Unterstützung. Dann mal los. Wie, brauchst du Unterstützung? Oh, ich will ja nicht mitfahren. Aber nicht mit. Ich drehe ja schon um. Kevin Mann. Einer, der aufpasst in der Runde. Zum Trick. Kommt man noch an die Enterprise ran? Gute Frage. Gibt es die Enterprise noch? Ist sie nur im Shop? Kein Plan. Die rausgenommen? Wüsste ich nicht. Basolen kriegst du noch. Guck doch einfach mal nach in der Waffenkammer oder im Premium-Laden. Wenn sie da nicht ist, dann kommt man wohl nicht mehr ran. Lange weg. Warum? Wieso haben sie die denn rausgenommen? Mein, klar, die drückt gut, aber... Drückt gut, spielt gut. Shop nicht mehr. Ah, okay. Fletcher, Avel. Oh, Fletcher, alter Avel. Fletcher AFK, sagst du? Fährt los, Fletcher ist da. Schmale Elch ist unterwegs. Ja, der heißt wirklich so. Wie nenne ich mich in diesem Spiel? Schmaler Elch. Ja, das ist ein epischer Cooler. Okay, der rechnet jedenfalls nicht damit, dass ich jetzt hier stehe und ihn beschieße. Und ich hoffe mal, ich treffe ihn. Oh ja, oh ja. 3-8. Wir sind sogar unsichtbar geblieben. Haha, schöne Salve. Das war nett. Das war richtig nett. Wenn der jetzt auch noch reingeht, dann freue ich mich erst richtig. Was freue ich mich nicht? Mr. Jütland ist down. Yeah, danke Kevin. Bringst mich wieder auf die Seite, wo alle gleich sterben hier, ne? Super. Warum auch auf der spaßigen Seite bleiben, wo ich alle abfarmen kann? Immer noch spotted, bin immer noch spotted, bin immer noch spotted. Keiner schießt auf mich. Und einlenken. Aggressiv rein da. Wir haben nur vier Schlachtschiffe dabei. Norkersichter, Laiensichter, Zietensichter. Sprich, bei uns könnte... Die Lion sein? Ne, Lion hat gerade aufgezählt. Iwami könnte hier sein. Iwami bleibt weit hinten. Wir haben Kagero, wir haben Dings hier. 2, 4, 6, 8 Leute sehe ich da drüben. Das heißt, 4 sind hier. Das heißt, die DDs sind gerade komplett allein in D. Und das heißt, die pushen wir jetzt wie bekloppt. Kevin, mach mal mit hier. Wir machen jetzt mal ordentlich Stress da vorne. Benson fährt da lang. Ich hätte mal Hydro noch abwarten sollen. Wir machen jetzt hier mal richtig Stress. Wenn 8 Leute drüben sind, wir haben hier 4. Wir sind zu viert hier. Vielleicht haben wir Glück und können die DDs beide rausnehmen, ganz schnell. Potenzial ist auf jeden Fall da, wenn die Türme irgendwann rumkommen. Ich darf bloß nicht in die Torps reinfahren. Fahre ich in die Torps rein, bin ich tot. Die Line darf ich nicht rübergucken. Der hier rüber bin ich auch tot. Schiffe decken wir auf 5 Kilometer. Katsuni ist down, schönes Ding. Der Tago spielt gerne immer sehr aggressiv. Manchmal klappt es natürlich auch nicht, den gehst halt voll drauf, aber meistens ist das sehr spaßig. Chapayev, Alter, eiert da hinten rum. Eilt. Er eilt da hinten. Es eilt, es eilt.
40 Sekunden Hydro noch. Shimanto ist down, sehr gut. Leinkopf guckt hoffentlich nicht her. Iwami darf bloß nicht an mich rankommen. Und da haben wir schon die Kagero. Sieh mal einer an. Da haben wir schon den ersten. Bom. Uff, 6-7 gedrückt. Und ist down. Nummer 1. Überrascht? Ein bisschen. Komm, gib zu, ihr seid ein bisschen überrascht. Ein Plan sogar mal funktioniert hier. Hydro ist sogar noch an. Das rettet mir gerade einen Arsch, hoffe ich zumindest. Hallöchen, Iwami. 10-7 Tarnwert. Ich bleib offen. Benson ist immer noch dran. Gut. Dann fangen wir mal an, die Iwami zu ärgern. In der 10 mm, das tut gut weh, wenn er reinkloppt. Aber wir machen Dodgy Dodgy. So. Bam, 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 bim, bam, bam, bam. So, jetzt habe ich das Problem mit der Benson. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Das ist ein Riesenproblem gerade. Die Tops dürfen mich auf keinen Fall erwischen. Genauso wenig, wie mich die Iwami-Tops natürlich auch erwischen dürfen. Mann, lass mich doch mal abfackeln! Benson, Benson. Eine Ahnung, wo die Benson ist? Nein, 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 nein. Dodgy, dodgy. Nicht mehr spotted. Er fährt nach oben weg. Da kommt seine Tops. Gut, bin wieder spotted. Scheiße. What? Dadurch hat er mich gespottet. Bullshit. Bullshit. Das war doch wieder Bullenscheiße. Das war doch wieder. 20 Sekunden. 20 Seconds. Dann können wir ein bisschen Ärger machen. Iwami will rechts weiter angreifen. Gut. Er hatte Spaß. Er hatte richtig Spaß. Ja, damit hat er nicht geärgert. Damit hat er nicht geärgert. Damit hat er nicht gerechnet. Damit hat er null gerechnet, dass wir da noch stehen oder da jetzt ankommen, besser gesagt. Woher sollte er das auch wissen? Aber das ist halt, du capst, du bleibst immer noch im Cap drin, das ist ein Riesenfehler. Der wollte gerade nämlich gucken, auf was er alles jetzt so, was er alles so angreifen kann. Was war jetzt sein Plan so gesehen, was er machen kann in der Runde? Oh, scheiße. Das war die Chapayev-Salve zum Glück bloß. Burn, und es brennt, und es brennt. Long. Au, 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 au. Okay, 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 gib zu, das war zu viel Damage. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die Chapayev hier hinten noch steht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, der wäre da hinten noch. Ach, du ahnst es nicht. Plop. Ach, du ahnst es nicht. Iwami, Iwami. Das wird nichts mit den Tops. Gleich zurückdrehen. Eindrehen. Ach, das ist so viel. Das ist so viel. Hätte ich rumfahren sollen. Die Chapayev ist so viel. Aua, 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 aua. Das tut weh, das tut alles weh. Das tut viel zu viel weh. Wo ist hier mein Schlachtschiff? Rotz doch mal die Chapayev weg, bitte. Oh mein Gott, ich bin so gut wie tot. Chapayev muss sterben. Chapayev muss sterben. Alter, lass mich doch mal hier. Und er brennt. Yeah, man muss jammern. Wenn ich jammer, kann mich nichts mehr stoppen. Denn ich bin Deutscher. Eine Salve kommt auf jeden Fall noch. Chapayev muss jetzt auch aufpassen. Salve kommt. Abgebremst und ausgewichen. Schönes Ding. Und so tankt ihr einfach mal ohne Chapayev und Iwami weg. Wo ist Problem? Oh, das ist die Benson. Die gehen ja nicht echt dran vorbei. Jetzt die Tops. Oh, scheiße. Ah, die haben aufgehört. Sehr gut, sehr gut. Chapayev wäre zu viel. Da können wir uns nicht noch mit anlegen. Schöne Runde. Holy shit. Holy shit. Spannende Runde. Ärgerlich für alle, die gerade nicht zugucken können. Sehr ärgerlich. Komm, Chapayev, verrein in die Torps. Ich glaub an dich. Ich glaub an you. Unsichtbar. Aber er hat ja noch geschossen. Scheiße. Ob der mich echt noch kurz aufgemacht hat. Aber auch hier sind wir fast ausgewichen. Puh, puh, puh. Benson down, sauber. GG. Macht das nicht nach, macht es nicht nach. Macht es einfach nicht nach. Ich hatte so viel Glück, dass ich da nicht draufgegangen bin. Da war ich viel zu cocky gerade. Ich wollte unbedingt mir die Torpedos noch werfen. Ich meine, einer hat getroffen, ja. Drückt halt schön. Torpedos sind geil hier. 17.000 Damage, 62 Knoten, 10 Kilometer. Lässig mitarbeiten. Sogar sehr gut. Jetzt haben wir die Lion hier hinten.
Lion. Schönes Ding. Geraloffensive. Lion, Lion, Lion. Lion, Lion. Ist ja wieder moin. Hallöchen, ihr. Haben wohl einige betroffen gerade von den Fehlern. Willkommen zurück. Komischerweise waren viele aber davon auch gar nicht betroffen, was wieder überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber ihr kennt das ja. Hakoki Hakan. Hat gerade sehr geilen Push auf eine Iwami verpasst. Der besser funktioniert hat, als es eigentlich sollte. Eigentlich müsste ich tot sein. Oh Mensch, Lion, wo bist du denn? Bist du A gefahren? Oh. Kevin hat die ganze Zeit auch keine Verbindung gehabt. Und ich mache hier Ansagen. Weißt du, Kevin, jetzt pushen, Kevin. Wir zusammen, yeah. Der hört mich gar nicht. Auch nicht schlecht. Lion, bleib mal hier auf der Seite, bitte. Fahr da nicht lang. Bleib auf der Seite. Komm, du willst gerade runter jetzt. Der will da nicht lang. Mach's nochmal, hab's nicht gesehen. Ja, keine Iwami mehr da. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Bam, 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 dü, dü, dü. Und Admiral Türpitz sowas nicht schreiben, das glaubt nachher noch einer. Bitte sowas nicht schreiben. Flop. Und flop. Ha, wieder nicht abgefackelt. Schön. Mal, haben sie irgendwie die Abfackelchance verschlechtert von meinem Lieblingsschiff hier? Einem meiner Lieblingsschiffe. Das ist ja auffällig. Auffällig wie Sau. Brenn jetzt. Der brennt. Brennt nicht. Gibt's doch gar nicht. Nee, Lion, so nicht. Tut mir leid. Tut mir sorry. Aber so nicht. Er brennt, aber nicht von mir. Ah! Brechkotz. Gut, müssen wir die Lion pushen. Let's push. Und er brennt. Yes! Er ist on. Und er hat gelöscht. Fuck you! Da 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 da. Fuck you! Abgebremst, stehen geblieben. Nope. Schöne 4-6 reingedrückt. Fitness da. Lion treffen wir jetzt nicht mehr. Da fährt der lieber in den Chopin, Littorio und Kageo rein, anstatt zu mir zu kommen. Muss an meinem Schiff liegen. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Na, wo ist er denn? Da ist er. Gero fast down. Stirbt wahrscheinlich gleich in der Sekundären, wenn er auf ist. Aber vielleicht steht er auch im Nebel drin. Und abgefackelt. Nein, doch. Oh. Das gibt's ja gar nicht. Darf hier ein Brand auch mal länger als eine Minute ticken? Eine Sekunde besser gesagt. Mein Gott. Bam, bam, bam. Ich würde mal sagen, geile Runde. Die Iwami, weg. Alles andere, weg. Schönes Ding. Schönes Ding. Schon bist du erster mit 1879 Grund-EP. Können wir mal machen, wa? Aber ihr fährt echt gut gespielt, den können wir loben. Aber sein Team, ja, wollte nicht so, wie er wollte. Bei dem hast du es richtig gesehen. Er hat immer optimal da alles genutzt, um mitschießen zu können. Vielleicht ein bisschen passiv. Er war halt sehr weit hinten, gerade am Ende jetzt auch. Wir haben ihn weg. Warum mein Lieblingsschiff weg? Weil ich die gerade richtig schön gepusht habe. Er hatte arge Probleme. Gut, er hat mir gut Schaden zugefügt, keine Frage. Aber er hatte halt große Probleme, mich down zu bekommen. Im Endeffekt hat er es nicht geschafft und ist draufgegangen. Plopp. Prima Bonus. Wird? Ich habe nicht mal was mit hier. Guck mal, gar nichts habe ich mit hier EP-technisch und Credits-technisch. Und EP sind davon nicht betroffen, aber das war alles Skill. Und wir haben fast 10.000 Damage auf DD gemacht. Dürft ihr auch nicht vergessen. Das ist ja immer eine ganze Menge. Das ist ja in etwa so, als ob ich die halbe Iwami da wegrotze. Ob ich jetzt zum Beispiel auf eine Yugumo 10.000 Schaden mache oder auf eine Iwami 35.000 Schaden, ist auswertungstechnisch das gleiche. In etwa. Geht bloß immer prozentual darum. Der reine Schaden zählt da gar nicht. So. Und das, meine Freunde, war jetzt die Abtakao mit den zwei Tarnungen. Und jetzt kommt noch eine Runde ab. Maya ist, wie gesagt, auch eine Attacke, ist exakt alles gleich geskillt, gleich eingebaut, etc. Aber ist jetzt einfach ein anderes Schiff. Der Schwerkreuzer der Debeflotte ist dem Typschiff der Takao-Klasse der kaiserlichen japanischen Marine der Takao nachempfunden. Das Kriegsschiff wurde nach dem gleichnamigen Schiff aus Apeggio auf Blue Steel Ars Nova modelliert.
Bergkreuzer, Nebelflotte, bla bla bla. Gumso, Shiaya, aha, mentales Modell, Takao, aha, gleich noch, okay. So, Hund, annehmen und let's go. Radinit um Dododom. Ah, Falco, das war ein cooler Sänger. Das war so geil. Mein Vater früher gerne immer gehört. Da kannte ich das bloß. Genie! Fett schon. Das fett schon. Oder den Streamer-Bonus. Nein, hab ich nicht. War alles Skull. Du hast einfach zwei Jahre jetzt schon. Zwei Jahre. Bam! Merci dafür. Dances with Thor, 27 Monate. Merlin, 9 Monate. Dankeschön. Uff. Okay, jetzt kommt nochmal eine Schwitzerrunde, aber so richtig. Doppel-U-Boot, 3 DDs, viele Schlachtschiffe, 2 Kreuz. Puh, Alter. Wir sind die einzigen Achter hier. Nice for gaming. Very good matchmaking. Looks like fun. I like this shit. Yeah. Oh yeah. Very good round for me. Die Runde gerade hat richtig Spaß gemacht. Schön intensiv. Oh ja, oh ja. Ich sag ja, die Atago allgemein kann man auch sehr aggressiv spielen. Für mich ist die Atago auch eine der besten Kreuzer auf der Stufe 8. Klar, die Mainz kann halt durch den hohen Geschossbogen hinter die Insel rumpimmeln und Leute abfarmen. Macht auch Spaß. Aber das Schiff hier kannst du halt ganz anders spielen. Gefällt mir. Mir gefällt es sehr gut. Außer, du stehst einmal so zum Gegner. Weil dann ist egal, was da steht. Da können selbst T6-Schlachtschiffe kommen und rotzen dir immer eine Zita. Eine Zita frisst du dann immer. Das ist ganz normal. Dann kannst du eigentlich nur hoffen, dass deutsche Schiffe gerade auf dich schießen. Weil da ist es ja nun mal bekannt, dass die Granaten so abgefeuert werden und dann so machen. Das ist ja nichts Neues. Wunder, dass die deutschen Schiffe sich nicht noch selber treffen. Eigentlich müssten die ja sogar irgendwo denn wieder zurückkommen, so wie die schießen. My English is not the yellow from the egg. Genau. Die Lado hat einen Fisch. English, Wisch, was, Fisch? Nicht so yellow, was? Ein Cello um ein Eck. Ich verstehe. Meins ist aber auch stark. Absolut. Tago auch. Video geht wieder. Das ist kein Video, es ist ein Stream. Vampire noch aufgestellt. Zweite jetzt schon heute. Los. Melden gleich hier. Los. Report. Vampire 2. Report. Gerade DD. Technisch ist das richtig blöd. Leute, was macht ihr hier? Warum guckt ihr nicht auf die Karte? Ihr müsst euch aufsplitten. Der Kufus ist jetzt ganz alleine unten bei D. Und lobe ich die anderen noch und jetzt macht ihr hier so einen Blödsinn. Jetzt haben 4 Schlachtschiffe an einer Stelle. Ihr müsst euch aufsplitten, Leute. Nicht bloß hinfahren, wo Grado ist. Das geht gar nicht. Drüben muss mindestens einer hin, weil die Kurve sieht auch so aus, als ob er da gleich abhaut. U-Boot ist in A drin. Eins der U-Boote. Spielen die Divi? Nein. Andere U-Boot ist unten. Das wird eine Scheißrunde. Oh Gott, von Vampire ist immer noch nicht da. Ja, gut. Jetzt wird er gemeldet. Melden. AFK. Wenn wir jetzt noch die D-technisch gleich was verlieren. Kannst die Runde eigentlich schon irgendwo in eine Wäschekammer hängen. Das war's dann schon. Mugador ist dann. Gut, jetzt ist es ausgeglichen. Jetzt ist es wenigstens ausgeglichen. Hi, Norka. Immerhin ist es jetzt wenigstens. Ach, du Scheiße. Kratos tot. Oh, ist das AP? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da schießt ein Conqueror auf mich. Alter. Den hab ich ja völlig übersehen da hinten. Das heißt übersehen, der war gar nicht offen. Uiuiuiui. Das hätte fast gescheppert, aber so richtig. Merke T10-Runde. Merke, ich bin schon wieder vorderste Front. Merke, da ist eine Insel. Danke, Merke. Vielleicht doch nicht so geil hier. Eieiei. Doppelbrand und was? 5000 haben wir gedrückt. Uiuiuiui. Bieten könnten wir treffen, fährt zum Glück nach vorne. Negativ. Und wir müssen aber trotzdem weiter aufpassen. Und schön aufpassen, der Conqueror wartet bloß drauf, dass hier einer von uns aufgeht. Schön aufpassen. Nurashna Svertas. Yes. Iron ist da hinten. Liefen frisst auch. B wurde schon gekappt. Vampire ist da, ah, guck mal einer an. Pass mal auf, jetzt fährt er direkt in den Tod.
sind immer meine Lieblings-AFKler, die minutenlang nicht kommen und dann sofort rein und dann sofort pushen, rein in Cap und dann direkt krepieren. Immer nur so ungefähr dreimal am Abend. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Jetzt muss ich mich aber richtig beeilen. Den können wir auch nochmal schießen hier. Verrate ich zwar meine Position, aber ist egal. Giring, Vampire 2. Giring? Giring dreht sofort weg. Ja, was macht die Vampire da? Die schießt überhaupt nicht, die fährt bloß. Oder ist schon wieder Disconnect? Oh, scheiße, er hat schon wieder Disconnect, ne? Er hat schon wieder ein Disconnect. Ja, natürlich hat er schon wieder ein Disconnect. Ne, er smoked, lol. Das muss ja ein Bot sein. Aber mit Scheiße, Leute, spielt eure Schiffe doch selber. Programmiert nicht irgendeine scheiß Bots, damit sie euch hier irgendwas erspielen. Was hat der, was war das denn jetzt? Er ist ja nur gerade ausgefahren. Wieder viel zu spät den Nebel. Das machen die Bots immer. Och, anstrengend. So, jetzt scheiße, ich geh jetzt all in hier. Schmeiß mir jetzt auch weg, genau wie die Vampire. Ah, Mann, riecht mich sowas auf. Riecht mich sowas auf. 2-3 Bürs. Shit, zu wenig. Alle Stationen. Das war viel zu wenig, aber wir können ihn offen halten. Hey Doki, Hakan. Bleib auch dran. Minute noch, der muss unbedingt sterben. Der muss unbedingt sterben. 2-3. Irgendwie, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, ich schieße AP. Okay. Das ist very interessant. Irgendwer hat auf mich geschossen. War bewusst gerade spitz zum Konki, damit ich da weniger fress, weil ich bin mir sicher, dass der gleich auf mich guckt wieder. Und damit wir ihm natürlich voll drücken können. Ich habe ja immer noch die Sicherheit durch die Hydro. Giring. Das geht gut rein. Und er ist immer noch nicht tot. Willst du mich doch verarschen? Stirb jetzt bitte. Dankeschön. Und down. Nice. Oh shit, Kufist. Oh shit. Hallo. Oh shit, Ruder kaputt. Oh shit, Sekundäre. Oh, alles shit. Lass mich doch nicht unsichtbar werden. Und ich bin unsichtbar. Lebt noch. Oh scheiße, bin gleich wieder. Oh Gott, ich bin zu. Nein. Lock. Und ich bin dort. Oh, deutsches Schiff. Hab ich's nicht gesagt? Nein. Oh, Kammerschelle. Au. Ich hätte mal nicht schießen sollen. Und Hilfe. Hier, roter Mantel. Nee, wie ist das bei den Russen? Stalin-Umhang. Nee, ach scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Mach schnell. Eiserner Umhang, jetzt hab ich's wieder. Gib mir einen eiserner Umhang. Los. Leb noch. Leb noch. Easy, wo ist Problem? Eiserne Form, ja, weiß ich doch. Und schon habt ihr den Giering ausgenommen. Euer DD ist trotzdem tot. Gott, Alter, ich hoffe, der wird noch gemeldet von anderen. Meine Fresse, hat der sich weggeworfen. Oh, ich mach grad einen Fehler, Der Kuhfuß ist viel zu dicht. Eiserner Vorhang, nicht Umhang, das sag ich doch. Ich hab grad einen Riesenfehler gemacht. Bitte geh nicht auf. Auf Kufis, bitte nicht. 15, 14, 13. Ich darf noch nicht raus. Brandenburg down. Oh. Oh, hab ich ein Schwein. 10, 7. Wenn ich noch einen Meter weiter gefahren hätte, er mich voll aufgemacht jetzt. Oh Gott, hab ich ein Schwein. Und fahr rückwärts bloß weg. Schön vorsichtig. Oh, Heilung. So, wo ist Problem? Easy round. Knick, knack. Muss halt auch mal ein bisschen liefern, ne? Und nicht bloß bei Lieferando bestellen. Oh yeah. Der war gut, der war richtig gut. Ja, der war geil, Alter. Ich würde mich feiern. Ich sollte auf so eine Show, so eine Bühne und dann immer meine Witze, mein Witzebuch mitbringen. Manchmal muss man selber liefern und nicht bei Lieferando bestellen. Ah, wisst du, kennst du? Oh, puh. Holy shit. Schwitzerrunde vom Fall. Oh, ist alles ankommt bei der Hindenburg. Gut, jetzt waren die ganzen Torps. Die wird von drei Seiten gerade gleichzeitig da getorbt. Sieht lustig aus. Und gut, da ist er. Feuer! Insel getroffen. Yes! Insel. Ah, wenn ich das nur höre, dieser voll. Also ist. Na, nicht beleidigen hier. Wir haben ein riesiges Publikum. Hier sind auch viele, die ihn bestimmt mögen.
Ah, ich bin auch kein großer. Ach, du Scheibenkleister. Hier ist ja überhaupt nichts mehr, was uns helfen kann. Ach, du Scheiße, was mache ich denn hier? Ich dachte eigentlich, der wird hier easy zusammengerotzt. Hier ist ja überhaupt nichts, was die beschießen kann. Oh, er ist tot. Ha! Ich hab das U-Boot übers Möwentaxi. Der Bruder von der Reichsmöwe. U-Boot sei Dank. Easy. Wusste ich. Damit ich das Publikum mit deinem Witzebuch verprügeln kann? Ja, liebe ich. Das liebe ich. Beste überhaupt. U-Boote. Geil, ne? Geil. U-Boote, beste. Kennst du? Eine Klasse, das ganze Spiel versaut. Kennst du U-Boote? U-Boote. Ist ja wirklich so. Muss man leider so sagen. U-Boote. Bams! 3517. Schön, der ist eh tot. Vielleicht wieder Pfeil wechseln. Da ist die. Oh, zu Ende. Och, Mann. Hallo? Mensch, wollte ich richtig loslegen hier. Boah. Der Schwede. Schöner Push, hat funktioniert. Komplett die Gearing rausgebombt. Und schon bist du erst in der 10er-Runde. Easy. Easy peasy. Habe ich schon gesagt, ich mag die Atago? Habe ich schon gesagt, die liegt mir? Tolles Schiff. Auch wenn wir hier keine richtig schöne, spannende, lange Runde jetzt dabei hatten, wo man mal wirklich hier auf über 100k Schaden kommt und 10, 20 Abfackler. Aber geil. Einfach nur geil. Wer die Atago nicht hat, kauft sich die Atago. Wer die Ab-Varianten haben möchte, kauft sich die Ab-Varianten. Tada! Schon habt ihr auch dieses geile Schiff im Hafen. Jetzt spielt diese eine Runde, krepiert sofort in den ersten 3 Minuten und sagt euch, Kralo, der Arsch hat mir das Schiff empfohlen, das ist Kacke. Genauso muss das laufen. Das war eine Atago. Alle 3 Runden. Die letzten 3 Runden waren alles Atagos. Wieso eigentlich nicht die Tarnung gemaxt? Was meinst du, Sligen? Tarnung ist geskillt. Und Tarnung-Modul ist eingebaut. Wo drückt Schuh, Sligen? Wieso habe ich die Tarnung nicht gemaxt? Hallo Krado, hast du ein paar Zips für Flugzeugträger, welche sich lohnen? Nee, ich habe bloß JPEGs und PNGs, aber Zips habe ich leider nicht. Schade. Ich kann dir bloß empfehlen, guck dir einfach Flugzeugträgerfolgen von uns an. Gib einfach irgendeinen Flugzeugträger, den du gerne spielen möchtest, bei Team Krado, also bei YouTube ein, denn Flugzeugträger Team Krado oder einfach CV Team Krado und kommen da Videos zu. Aber sonst, Tipps kann ich dir nicht geben. Im Koop einfach mal üben. Üb erstmal im Koop das Treffen. Und so einfacher läuft es denn. Und greife nicht Schiffsgruppen an, wo drei Schiffe drin sind. Versuch dir immer die einzelnen Ziele rauszupicken. Dan konstant, gib ihm. Super Container, geil! Er ist auch noch belohnt für die geilen Runden. So muss das sein. Vigi, dankeschön. Tada! Yeah, gute Boni. Guck mal, der Tag auf den Tarnwert von 9,3. Ach du, ich hab Dings drin. Ich hab jetzt schwere Spreng- und SAP-Granaten mit. Darum. Ich hab die Damage noch erhöht. Der Tarnwert so schon geil genug mit 10,7. Klar, ist natürlich cool mit 9,3, aber 10,7 ist auch immer noch traumhaft geil. Du willst ja eigentlich gar nicht so dicht dran. Klar, habe ich jetzt sehr aggressiv gespielt und bin auch mal rangefahren, aber das meiste bist du eben auf 14 bis 16 Kilometer. Da ist das völlig wurscht. Ich habe den Damage einfach bloß maximiert. So. Und wie gesagt, die Ab Maya, die Ab Takao. Bei der Ab Takao beide Tarnungen. Ja, 2 verschiedene hier. Das sind alles reine Atagos, die ihr seht. Die Atago selber, die könnt ihr euch im Shop noch kaufen. Die Tarnung, die hier drauf ist, ist eine besondere Azulane-Tarnung. Die normale Standard-Tarnung. Da müsste die hier sein. Ja, genau. Das ist die normale Standard-Tarnung von der Atago. So würdet ihr sie normal im Shop bekommen. Diese ganzen Tarnungen, die ihr hier seht, zum Beispiel die richtig schicke Azulane-Tarnung, die bekommt ihr nur für die normale Atago. Momentan. Vielleicht in Zukunft auch mal denn irgendwie anders, dass man mit den anderen Schiffen die auch noch kriegt. Aber wenn ihr richtig Tarnung sammeln wollt, gerade die zum Beispiel hier, die ganz toll aussieht, dann müsst ihr euch die normale Atago kaufen. Bitte im Hinterkopf behalten. Oder die Atago B. Ah ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Atago B gibt es ja auch noch. Wir haben ja 4 verschiedene Atagos sogar. Atago B zu Black Friday ja zu erhältlich und ist auch 1:1 die Atago. Ne? Auch hier schicke Tarnung, die gibt es nur für die Atago B. An die ganzen anderen Atago-Tarnungen, hier gerade die HSF-Tarnung auch, kommt ihr dann aber nicht dran. So, wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Eure Meinung zu der Atago-Gang, Ab Takao, Ab Maya, gerne die Kommentare. Haut rein.